Dankeschön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Angst geht in Europa um und die Angst geht in unserem Lande um. Die Angst kriecht in die Wohnzimmer, die Angst packt unsere Kinder. Und angesichts dieser so schwer fassbaren Angst und so noch schwerer fassbaren konkreten Bedrohung, die uns überall erreichen kann, plötzlich jeden von uns, sollten wir eigentlich vielmehr die Kräfte, die wir haben, bündeln. Meine Vorredner haben das schon gesagt. Und die unterschiedlichen Aspekte, die wir bei diesem außerordentlich hohen Anspruch von Prävention gegen Extremismus, gegen Terror, gegen Töten, gegen Bomben brauchen. Wir brauchen alle Kräfte dazu. Und wir merken schon in unserer Diskussion hier, wie schwer es ist, die eigenen Sichten, auch die eigenen Ansprüche an Darstellung und an Originalität etwas zurückzustellen und stattdessen die Dinge zusammenzutragen, zu bündeln. In dem, was ich heute gehört habe, habe ich doch so viele richtige und wichtige Aspekte entdeckt, von denen ich dachte, ja, wenn dann das Gespräch darüber miteinander geführt würde und wir miteinander nicht immer nur neue Konzepte fordern und neue Konzepte vorlegen und nochmal neue Institutionen schaffen und nochmal auch nur Geld geben, weil wir mit dem Geld glauben können, dass wir es alleine bewältigen können, dann gehen wir in die Irre. Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt und als Familienpolitiker nehme ich mir jetzt mal die Freiheit und sage, dass die Prävention, die wir betreiben, auch dort noch lange nicht zu Ende gedacht ist, wenn wir sagen, wir erreichen junge Menschen, die Radikalisierungstendenzen gegenüber anfällig sind, die verführt werden können, die eine bestimmte Vita mitbringen, die sie dafür anfällig macht. Prävention ist aus meiner Sicht sehr viel früher anzulegen. Denn was sind denn eigentlich die Verführungen, die junge Menschen in eine solche Entwicklung bringen? Ich habe mir die Biografien von jungen Leuten, die als Salafisten dann in die Kriegsgebiete gegangen sind, von solchen, die sich hier zum Islam konvertierten, wie es gesagt wurde, mal ein bisschen näher angeschaut. In meinem Wahlkreis ist eine Ausstellung entstanden von einem Künstler, die heißt, manche von Ihnen haben sie vielleicht medial mitbekommen oder so direkt, Die Wölfe kommen wieder. Die wurde gezeigt in Düsseldorf, in Berlin, jetzt ist sie gerade in der ständigen Vertretung des Landes Brandenburg hier in Berlin ausgestellt. Und der Künstler hat bei der Eröffnung seine politische Intention dazu gesagt. Und ich habe ihm die Frage gestellt, aber die Wölfe waren ja alle mal keine Wölfe. Diese Wölfe, sogenannten Wölfe, sind geboren worden von Menschen von uns, von einem Mann, von einer Frau gezeugt, ins Leben gerufen. Sie gingen durch unsere Kindertagesstätten, sie gingen durch unsere Schulen, sie wurden begleitet durch Sozialpädagogen, sie wurden begleitet durch Familienangehörige, durch Freundeskreise. Wie kommt es denn eigentlich, dass die Wölfe Wölfe wurden? Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit genau auf diese Problematik lenken. Und ich will fragen, wie kommt es denn eigentlich, dass Menschen eine Affinität zur Gewalt haben, zur gewaltsamen Auseinandersetzung, zu Konflikten, dass sie bereit sind, andere Menschen sogar zu töten, in den Tod zu schicken, Menschen, mit denen sie überhaupt keine Berührung hatten? Wie kommt es dazu, dass sie so intolerant sind, dass sie die Meinung eines anderen kaum ertragen können? Und jetzt bin ich schon wieder ganz in unserer Nähe. Wir haben das zu üben. Wir sind genetisch geboren aus einer Situation, in der wir im Kampf miteinander gestanden haben, im Kampf ums Überleben, und wir hatten Feinde und wir hatten Stammesgenossen, die uns zur Hilfe waren, dass wir überleben konnten. Und wir gehen den schweren Weg der Emanzipation des Individuums, das sich in Freiheit verbündet mit den anderen, auch denen, die anders denken und anders fühlen. Ich möchte drei Gruppen mal beispielhaft herausheben, und das sagt gar nichts, dass es nicht noch viele andere Gründe gibt. Und das hat auch gar nichts gegen die Vorschläge, die meine Vorredner hier gebracht haben. Wir müssen eine repressive Prävention betreiben. Wir müssen eine Bildungsarbeit bei jungen Menschen betreiben. Das, was ich hier sage, soll ergänzend gesagt werden. Drei Gruppen. Die eine Gruppe, und hier möchte ich zitieren, was uns Bildungsforscher und Individualforscher gesagt haben. Langzeituntersuchungen aus 44, 60, 69, 73 haben belegt, wie eine andauernd fehlende oder versagende emotionale Zuwendung durch eine unverwechselbare Bezugsperson gegenüber einem Kind zu schweren, irreversiblen psychischen und psychischen Folgeschäden führt, zu mangelnder Sozialfähigkeit und zu Verlust von Empathie. Und bei dem Wort Empathie spätestens müsste es bei uns klingeln. Wie kann ein Mensch ohne Empathie überhaupt verstehen, was sein Gegenüber will?
Wie kann er eine Religionsfreiheit in seinem eigenen Inneren ausüben, dazu stehen? Wie kann er zu unserer Verfassung stehen, wenn er keine Möglichkeit hat, sich in andere Menschen, in andere Gruppen, in andere Gesellschaften überhaupt einzufühlen? Und diese Forschungsergebnisse, die wurden in unserer Zeit dann noch in 3 Längsschnittstudien erneut so belegt. Sie heben hervor, dass jene Kinder, die Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung, unangenehmes elterliches Verhalten aufgrund mütterlicher Depression, Hilflosigkeit oder Abwesenheit erfahren haben, immer eine besonders große Bindungsunsicherheit haben, dass ihre Sozialfähigkeit erheblich eingeschränkt ist. Die Forscher folgern daraus, dass jene Kinder keine Fähigkeit zur emotionalen Regulation entwickeln können. Das alles ist forschungsmäßig belegt. Wer sich da näher interessiert, dem kann ich auch die Quellen dazu sagen. Das ist hier nicht der Ort dafür. Ich will bloß Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass wir tatsächlich die Orte und die Gegebenheiten der Primärsozialisation in unserem Lande in den Blick nehmen müssen und auch dafür Verantwortung tragen. Die zweite Gruppe, eine andere Gruppe. Herr Kollege Patzelt, Sie haben jetzt noch 2 wichtige Gedanken angekündigt. Andererseits ist die Redezeit schon deutlich abgelaufen. Was? Das kann nicht sein. Oh, darf ich das noch, die 2 Gedanken? Leider nicht mehr. Also, ich mache das jetzt mal so. Ich schicke Ihnen meine Rede. Ich halte die für wertvoll. Ich halte die für wertvoll, dass Sie noch mal wenigstens die beiden anderen Gedanken nachführen. Ich habe mich verkalkuliert. Aber den Grünen habe ich die Strategie der Bundesregierung zur Extremismusförderung mitgebracht. Und vielen Dank, Herr Kollege Patzelt. Und damit sind auch